Hallo Leute, hier ist wieder euer Zuzutyp und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit Python ein Fenster öffnen könnt, also ein normales Fenster öffnen könnt. Dies ist das erste Video meiner Python Tutorial Reihe und ja, ich möchte euch erstmal zeigen, wie ihr denn das Python Fenster öffnet, damit ihr programmieren könnt. Also zuerst geht ihr auf Start, dann auf alle Programme und dort sucht ihr euch Python raus. Was auch wieder wichtig ist, dass es Python 2 ist, also zum Beispiel hier jetzt Python 2.7, es könnte jetzt Python 2.6, geht auch, und Python 2.8 und wie auch immer, aber es sollte nicht Python 3 sein, also nicht Python 3.2 zum Beispiel. So, dann klickt ihr hier auf Idle. So, dann öffnet sich dieses Fenster hier, da kann man nochmal die Python-Version sehen, nein, da steht Shell, das ist unsere Konsole. Erstmal machen wir ein neues Fenster, dafür klicken wir auf File und dann New File oder wir drücken STRG und N. Dann öffnet sich ein Fenster, das heißt Untitled, also unbenannt. So, und hier drin könnten wir jetzt programmieren. Dieses Fenster oder diese Datei hier speichern wir erstmal. Dafür klicken wir hier auf Save oder wir drücken STRG und S. So, das speichere ich jetzt erstmal auf dem Desktop. Ihr könnt das auch irgendwo anders speichern. Dann beim Dateinamen kommt erstmal natürlich der Dateiname rein. Also was weiß ich, zum Beispiel Programm. Und dann .py. Das ist wichtig, damit es als Python-Datei gespeichert wird. Also hier jetzt als Beispiel Programm.py. Und dann speichern. So, der Pfad wird jetzt hier oben auch angegeben. Und wir können jetzt, wenn wir irgendwas auf das Programm schreiben, es direkt mit STRG und S abspeichern. So. Also, wir möchten jetzt erstmal ein Fenster programmieren, das sich einfach öffnet. Und das Fenster soll den Titel Hallo Welt haben. So, dafür müssen wir uns erstmal ein Modul importieren. Dieses Modul heißt tkinter und das braucht man, damit man ein Fenster programmieren kann. So, also importieren wir uns erstmal, also from tkinter import und dann das Sternchen von der Nummertastatur, was auch auf der Plus-Taste mit drauf ist, dahinter. So, das bedeutet, dass wir uns vom Modul oder von der Klasse tkinter alles importieren. Also das Sternchen steht für alles. So, jetzt wollen wir uns erstmal eine neue Funktion erstellen. Das geht mit dem Befehl def, das steht für define, also definieren. Und dann kommt der Name der Funktion. Also in diesem Fall zum Beispiel Fenster und dann Klammer auf, Klammer zu und dann Doppelpunkt. So, wenn ihr dann auf die Eingabetaste drückt, dann seid ihr auf der nächsten Zeile. Aber man sieht schon, es ist etwas weiter rechts als vorher. Also der Cursor ist etwas verschoben. So, jetzt schreiben wir in die Funktion hinein, dass sich ein Fenster öffnen soll. Also definieren wir erstmal eine Variable. Diese nennen wir Fenster. Also Fenster. Dann Leerzeichen ist gleich. Leerzeichen. Und dann großes T, kleines K, Klammer auf, Klammer zu. Und dann Eingabetaste. So, das bedeutet jetzt, dass die Variable mit dem Namen Fenster ein Fenster ist. Also die Funktion tk, das ist ein Fenster. So, und jetzt wollen wir noch den Titel des Fensters angeben. Das machen wir mit Fenster, also unsere Variable. Die Variable kann übrigens auch was ganz anderes sein, zum Beispiel Text oder Test in diesem Fall jetzt. Oder es kann auch A sein, B, es darf nur halt nicht Ä, es darf nicht Ü, es darf nicht Ö sein, es darf auch kein SZ sein oder so. Es darf auch kein Zeichen sein und es darf keine Zahl vorne sein.
Okay. So, wir wollen jetzt aber erstmal Fenster, dann Punkt, dann Title. Ups. Also T-I-T-L-E. Klammer auf. Und dann Anführungsstriche oben. Da kommt dann der Text rein, wie es heißen soll. Also in diesem Fall jetzt Hallo Welt. Ausrufezeichen und dann nochmal Häkchen oben und dann Klammer zu. So, das heißt, wir erstellen uns jetzt ein Fenster mit dem Titel Hallo Welt. So, jetzt wäre dieses Fenster schon mal theoretisch dargestellt. Es muss jetzt aber nochmal geladen werden. Das lässt sich mit dem Befehl Main Loop durchführen. Also schreiben wir Fenster.main Loop, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt wird das Fenster immer wieder geladen, damit wir auch das Fenster bewegen können zum Beispiel. Oder es verkleinern können. Also minimieren und maximieren und so weiter. Und damit man auch mit dem Fenster etwas anfangen kann. So, und jetzt müssen wir nur noch diese Funktion hier ausführen. Dafür gehen wir in der nächsten Zeile wieder auf die Basislinie zurück. Und schreiben dort einfach nur Fenster, Klammer auf, Klammer zu. Dadurch wird diese Funktion hier oben ausgeführt. So, und das ist auch schon alles. Um das hier auszuführen, klickt ihr hier oben auf Run und dann Run Module. Dann klickt ihr auf OK. Und es öffnet sich erstmal die Shell, also die Konsole. Und dann unser erstes Fenster. Es hat jetzt noch keine vordefinierte Größe, das ist jetzt einfach eine vorgegebene Normalgröße. Das Fenster können wir jetzt auch schon minimieren. Wir können es auch wieder normal machen, dann wieder maximieren können wir es auch. Und wir können es natürlich auch schließen. Wenn wir das Fenster schließen, dann wäre diese Funktion hier zu Ende. Und das Programm wäre auch zu Ende, also das Programm wäre einmal durchgelaufen. So, wir können das Programm auch durch Drücken der Taste F5 ausführen. Passiert genau dasselbe. So, und das Programm wird jedes Mal, wenn man das ausführt, auch direkt gespeichert. So, wir wollen jetzt aber auch nochmal das Fenster zu einer bestimmten Größe vergrößern oder verkleinern, jedenfalls auf eine bestimmte Größe setzen. Dafür schreiben wir Fenster.geometry, also wie Geometrie, aber statt IE kommt da halt ein Y hin, dann Klammer auf und dann wieder Anführungsstriche oben. Dann kommt die Anzahl an Pixeln, die das Fenster breit sein soll, also zum Beispiel sagen wir mal 1000, das heißt es ist jetzt 1000 Pixel breit und dann x, also das kleine x, steht hier in diesem Fall für mal. Und dann die Höhe des Fensters. Also zum Beispiel 800. So, das heißt, wir haben jetzt ein Fenster mit 1000 mal 800 Pixeln. So, und dann macht ihr wieder Anführungsstriche oben und eine Klammer zu. So, wenn wir das jetzt ausführen, haben wir hier ein größeres Fenster mit der Auflösung 1000 mal 800 Pixel. Ich mache das Fenster jetzt mal kurz ein bisschen kleiner. Zum Beispiel auf 500 mal 450 Pixel. So, jetzt haben wir das Fenster hier. Die Pixel entsprechen übrigens der Fläche im Innern des Fensters. Also, wir haben jetzt von hier bis da 500 Pixel breit, also nur dieser innere Bereich hier. Und die Höhe ist von da bis da unten. Also dieser äußere Rahmen wird nicht mitberechnet. So, wir können jetzt aber auch noch festlegen, wie weit das Fenster vom oberen linken Rand entfernt ist. Dafür schreiben wir hinter die 450, die wir jetzt hier haben, also hinter die zweite Zahl, ein Plus. Und dann die Zahl, wie weit es vom linken Rand entfernt ist. Also sagen wir zum Beispiel mal 10 Pixel. Das heißt, es ist jetzt 10 Pixel vom linken Rand entfernt. Und dann nochmal Plus.
Dann zum Beispiel plus 20. So. Das heißt, es ist jetzt 10 vom linken Rand und 20 vom oberen Rand entfernt. Das geht jetzt aber wieder um den Rahmen. Also hier wird es jetzt wieder mit Rahmen berechnet. Das heißt, es sind 10 Pixel vom linken Bildschirmrand bis zum Rahmenanfang und vom oberen Bildschirmrand bis zum oberen Rahmenanfang. So, wir können jetzt natürlich auch hier eine Minuszahl machen, zum Beispiel plus minus 10. Dann wäre es jetzt hier halb in der Wand drin, also halb im Bildschirm, hinterm Bildschirm, wie auch immer. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Zuzu.